Grüß Gott, Hannelore. Grüß dich noch. Hallo. Hallo, hallo. Politik lassen wir weg. Ja, du bist ja bekannt. Das gehört trotzdem dazu. Das gehört dazu. Du bist eine Grüne in dem Grünen. Genau. Sagen wir mal, dein Leben war ja, du bist ja sogar, habe ich gelesen, Gründerin von Bund der Grünen. Ja. Warst im Bundestag. Ja. Sehr schön. Und da lebst du jetzt hier. Und das ist wirklich wunderbar. Und ich hoffe, du zeigst mir das jetzt ein bisschen, deinen schönen Garten. Ja, gern. Gell? Gehen wir ein bisschen durch. Also bei uns ist das halt alles nach und nach gewachsen. Mhm. Also den Teil, den haben wir also jetzt erst seit 17 Jahren, den haben wir 2000 verlegt. Also ich wollte damit sagen, dass wir seit 40 Jahren ungefähr da sind. Aha. Und alles, was du da siehst, ist von uns nachgepflanzt und nachgewachsen. Wahnsinn. Da sieht man, wie alt das wir werden, gell? Wie groß das ist schon, wie es ist. Aber schön. Und immer so Schritt für Schritt und jetzt auf 2000. Dann war da früher gar nichts. Das war eigentlich nur ein Wies, oder? Das hast alles du so angelegt. Ja. Also da beim Weiher haben wir uns helfen lassen. Den haben wir machen lassen. Weil man nämlich keinerlei Filter oder sonstige Anlagen findet. Sehr schön. Man muss sie selber reinigen. Die Seerosen, haben die von selber gekommen hinten, oder? Was nennt man das? Und die kommen immer jedes Jahr, ja, ja. Automatisch. Die waren reduziert. Ach so, weil die so voll werden. Hast du da Fische auch drin? Nein, nur Zierfische wahrscheinlich, oder? Ja, ich hab 5 Goldorfen drinnen. Aha. Die waren schon groß, jetzt sind sie ungefähr so groß. Aber wir möchten ja Schwimmer drin, weißt du? Und entweder Schwimmer oder Fisch. Ach so, du hast ein bisschen länger rein. Sehr schön, ja, super. Ui, die tollen Weintrauben. Schau dich in der Weintrauben an. Ja, die hängert uns quasi fast im Mund rein. Ja, das ist wie bald in Südtirol, gell? Ja. Das ist ja her. Super, wunderbar. Wunderbar. Mann, das ist typisch, die Blätter. Das ist ein Nahrung, gell? Ja, das ist eigentlich aber das ist ein, ich sag dir noch eine andere. Aha. Das ist ein Faulbaum. Aha. Und da herunten? Das ist ein Stein. Aha. Ein Steintick kann man nicht haben. Da herrscht direkt die Ruhe. Den haben wir, glaube ich, schon weiß nicht. Besser gekauft. Das ist alles nur Nachzucht da, die Dinger ran da vorne. Das ist eine Quitte zum Beispiel, schau. Aha. Die hat unheimlich schön blüht, aber leider hat es heuer keine Frucht dran. Aha. Das ist auch eine Bunse, ja. Wahnsinn. Ja, das müsstest du von da her ungefähr nehmen. Vom Licht her, ja. Weil, das Typische bei den Bonsais ist, dass man einen Stamm sägt. Aha. Und dass der möglichst alt ausschaut, weißt du? Und bei der Ulme ist er so schön. Schauen wir den mal auf. Ey. Ist er so schön borkig und so. Ja, da musst du aber viel Platz haben, wie nimmt der. Weil die müssen unbedingt drin, gell? Der bleibt da draußen. Aha. Der bleibt da draußen. Der wird nur eingelassen. Da hast du eine Skulptur, die hast du vom Urlaub mitgenommen. Ja, die habe ich gemacht. Die hast du gemacht? Ja. Auf dem Steinkaut, he? Ja, ja. Schön. Das ist also so ein grober Storch, wie ein Bauerstorch quasi. Und da habe ich das. Sehr schön. Wunderbar. Ja, das ist ein geschlitzter. Aha. Der normale Essigbaum. Hat glatte Blätter, also viel, aber glatte, und der hat so viel gefiederte. Aha. Ist das der, die wo dann im Herbst so ganz rot werden? Genau. Ah, genau. Das sind die schönen. Der hat da die Kerzen drauf, mhm. Und wird dann ganz rot, ganz leuchtend. Wunderbar. Hey, und da? Ja, das ist die besondere Leichtigkeit des Steins. Also das ist natürlich nicht von mir gemacht, sondern nein, ist ja klar. Von einem echten Künstler.
Ah, das ist schon toll. Das war von Reinhard Mader aus Fürstenstadt, aus Tittenberg. Aha, hat er die Steine auch gleich mitgebracht, weil da drin gibt es ja so viel. Ja. Das ist, der sitzt wieder da drauf. Ach so, ist das ein Granit? Das ist ein Granit. Sieht man sogar. Der sitzt nur da drauf. Sitzt nur da drauf. Sitzt nur da drauf und ist also so ausbalanciert, dass man also super tragen kann. Sehr schön. Da ist der hohe Kiefer, die ist schon gestanden. Ja, nix. Ah, von euch. Wahnsinn. Wunderbar. Wie viele Quadratmeter hast du da ungefähr? Insgesamt hat es 3000. Ah, du hast viel Arbeit da, gell? Ja, so ein Teil ist ein bisschen von aber ansonsten ist das unser. Aber Mais macht ja auch Spaß. Daher, da ist jetzt eine große Ulme. Ah ja, Wahnsinn. Schön. Da sechst du auch wieder die Quaken, die Rinde, gell? Aha. Schön. Was ist jetzt das da hinten für ein? Das ist eine Akazie, oder? Das ist eine Goldakazie, ja. Goldakazie. Die habe ich als so kleines Dingerl von meinem Hund geschenkt gekriegt. Ja, auf. Die, ich habe auch einen Garten bei mir. Die sind so schön im Frühjahr, im Herbst. Ja, ja. Aber die stechen, das, ja, ist, das ist unglaublich, wie mit die oft ärgern. Ja. Du hast auch ein Ruheplätzchen. Ja. Da haben wir jetzt quasi unseren privaten Biergarten. Aha. Da sitzt wahrscheinlich auf Nacht oft draußen beim guten Aldersbacher. Ja, hauptsächlich am Nachmittag, weil da ist dann der Terrassen so heiß, dass es nicht mehr aussetzt. Da haben wir dann so einen Baum da, so Schatten. Einen Schatten? Schön. Und wegen einer Aussicht auf den Weiher. Nein, ich könnte natürlich zu jedem Baum eine Geschichte erzählen. Die Baumstand ist er, ja, der Birnbaum. Das ist ein Birnbaum. Ja, das sind zwei Birnbaum. Ja. Zwei. Der da hinten, der da und der da. Die sind das. Das waren die einzigen, die gestanden sind. Nimmst du die mit, wenn du sie irgendwo im Wald einmal beim Spazieren gesetzt oder? Die habe ich. Die große da, die habe ich vom Schloss, vom Wildpark. Ah, die habe ich da gesehen und dann habe ich mit dem Schobelsberger verhandelt und dann hat er mir das hergebracht. Wunderbar. Das ist interessant, wenn man da auf so eine Wurzel hinschaut, ja, da muss man ein bisschen, wenn man da Fantasie hat, da, ja, sieht man da, ja, ja, alle, wie bei so modernen Gemälde, sieht man, ja, da eigentlich. Ja. Ui, schön. Sind das genießbare Früchte, was du dran? Ja, Pfaffenviertel. Keine Ahnung. Das sind die Käste mit. Nein. Das ist ja ganz so einfach. Das gibt doch ein Pfaffenviertel. Nicht? Die wachsen dann an die Reine und so wachsen die. Ach so. Und die Gänger, die werden ganz lila. Aha. Und dann gehen sie auf und dann haben sie orange Perlen. Aha. Nein. Ja. Das ist ein wie ein Eichenblatt. Das ist ein Ahorn. Ein Ahorn, ja. Japanischer Ahorn. Aha, ja, typische Ahornblätter, ja. Das ist ein Buche. Das ist ein Buche, ja. Das ist ein Feuerahorn. So einer wie in Aldersbach am Friedhof gestanden ist, das alle weggeschnitten haben. Aha, ja, genau. Und das da ist eine Kornelkirsche, schön, ja. Ja, schön. Wunderbar. Tust du die auch düngen oder was? Oder? Ja. Schon. Aber ganz vorsichtig. Ja. Das ist eine Linde, die
war es uns heuer nur ziemlich oberkaut. Jetzt schaut es nicht so gut aus. Und die werden alle nicht größer, das ist das Typische von den Wohnsäulen. Ja, das muss man halt schauen, dass man die sieht. Muss man dann immer wieder damit kürzen oder die Wurzeln beschneiden, dass die bloß so für die Wurzeln wachsen sie natürlich auch nicht. Brauchen die viel Wasser? Ja, jeden Tag. Jeden Tag? Jeden Tag. Ja, da hast du schon. Das ist schön, der Herrin. Und jetzt kann der Rosen wegnehmen, deswegen ist der Platz. Aber da haben wir so, das ist ein Mammutbaum, eine Metasequoia. Das ist eigentlich gar keine einheimische Sache, gell? Ich habe dann auch noch ein richtiges Sequoia. Da habe ich zwar so Köpfe. Ich habe ein bisschen verwittert. Da sehe ich ja ein Gesicht. Ja, ja. Schaut fast aus wie ein katholisches Christusgesicht. Ganz stark, ja. Wie man es jetzt sieht, gell? Ja, 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 das ist ja auch ein Gesicht. Ja, 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 genau, genau. Ja, ja. Wahnsinn, aber was die Natur alles von sich aus macht. So, jetzt muss ich mich bedanken, Hannelore, für die tolle Führung, was du mit mir gemacht hast. Also ich bin total fasziniert. Ich habe sowas nicht erwartet. Also, und das freut mich, dass ich das machen darf. Da werde ich was Schönes draus machen. Mit schöner Musik dazu im Hintergrund. Es ist wichtig, dass man tanzen kann mit den Blumen. Und eins hätte man was sagen wollen.